Kameras sind live, sollte alles funktionieren. Ich darf euch begrüßen an diesem Mittwoch, den 26. Mai 2021, 20:22 Uhr. Molotalk Mittwoch, der TLA Podcast, Folge Nummer 4. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Heute wieder mit dabei sind Xai, Jan und Tobi. Ich darf euch Hallo. ganz herzlich begrüßen. Hallo. Ist denn schon wieder Mittwoch? Ja, es ist tatsächlich schon wieder Mittwoch. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer. Sowas. Wie die Zeit vergeht. Folge 4 ist schon. Heißt irgendwie, sind jetzt schon seit Start irgendwie 4 Wochen vergangen. Unfassbar. Oder einen Monat. Quasi, ja. Ich weiß gar nicht. Nee, die nicht ganz. Die erste Folge war nicht am 26.04. Man sagt aber umgangssprachlich, dass ein Monat ungefähr 4 Wochen sind. Ja, danke. Aber wenn du nachrechnest, dann sind es genau genommen, sind 4 Wochen nicht ein ganzer Monat. Da fehlen 3 Tage. Aber Nein, 4 Wochen sind 4 Wochen. das ist richtig. Es ist auch so, wenn ich sage, 1 ist gleich 1. Das ist auch richtig. Jo. Das sind hier lauter mathematisch korrekte Aussagen. Also erste Folge war 5. Mai. 5. Mai. So, also vor 21 Tagen. Wir sind jetzt Folge 1. Ja. Wenn du das ja so rechnest, müsste das eigentlich Folge 0 sein, wenn wir ja informatisch zählen würden. Dann sind es jetzt nämlich erst 3 Wochen seit Beginn. Weil zwischen. Ja, die Ne? erste ist halt hat keine Vorrede dementsprechend, ja. Exakt. Auch wenn man dieses. Naja, es ist ja kein Ankündigungsvideo gewesen in diesem Sinne. Das kann man ja so nicht sagen. Von daher kann man das. Darf man das da nicht rechnen. Ein Aber Informationsvideo. ein Infovideo. Ein Infovideo, genau. Ich habe nicht gesagt, genau was kommt. Ich habe nur gesagt, das, was kommt, das, was Interessantes kommt, was Neues. Aber ich habe nicht genau gesagt, was es ist. Aber ansonsten ist der Rest ja bekannt. Wir haben es ja im Prinzip immer wieder erklärt. Beziehungsweise es kommt in jeder Folge wieder aufs Neue mit hoch, was wir hier eigentlich machen. Und die Antwort ist rumsitzen und rumhängen und nichts tun. Und halt einfach schwafeln und eine Stunde lang über irgendwelchen Käse reden. Also eine Stunde geistigen Erguss erleben? Ja, genau. Und ich bin Sehr gerade, gut. wenn ich das hier nebenher so beobachte, ich bin gerade sehr froh, dass ich nochmal extra explizit aufzeichne und nicht irgendwas aus dem Twitch-Stream nutze, weil ich nämlich Frame-Aussetzer habe heute, weil unser Internet irgendwie nicht so ganz prächtig ist. Es könnte Oh. natürlich auch sein, dass Würde man. ich, würd ich bei solchen, würde ich aber generell bei solchen Sachen, die man in irgendwo anders nochmal hochladen möchte, zum Nachgucken, wie ein Podcast oder so. Immer extra aufnehmen, Ja, das mache ich auch falls jetzt. sowas Das passiert. mache ich ja jetzt sogar auch mit den Videos. Ich werde jetzt Ja. nicht mehr alleine auch. Also Punkt 1, aus Gründen von Flüssigkeit. Oh Gott, wie das klingt, Wasser? das ist so eine stockhafte Formulierung. Ja, ich kann es eigentlich zusammenfassen, aus Qualitätsgründen. Weil der Stream läuft zwar auch mit 1080p. Allerdings kann ich es nicht vermeiden, dass da Aussetzer dazwischen sind, so wie jetzt zum Beispiel mit ausgelassenen Frames. Weil wenn man Frames auslässt, lässt man auch Ton aus. Und in einem Podcast fehlende Tonstücke ist halt, ich sag mal, suboptimal. Ja. Und deswegen zeichne ich auf und nehme diese Aufzeichnung für diese Zwecke. Aber das will ich bei den bald wiederkommenden Game Streams auch tun, einfach um auch eine Kontinuität beim Thema Qualität zu gewährleisten, weil ich keine Qualitätseinbußen mehr durch schlechte Streamaufnahmen oder eventuell stumm geschaltete Tonpassagen gehen möchte. Das ist alles Sachen, über die bin ich in der Vergangenheit gestolpert, weil es war einfach so einfach, weil ich gesagt habe, ich möchte YouTube nur noch nebenher machen und nehme einfach alle Streams und schieb so rüber. Das ist aber irgendwie letzten Endes nicht das, was ich will. Das, was ich will, ist schon Qualität zu erzeugen,
Und Qualität kann man nur dann erzeugen, wenn man dediziert aufnimmt. Klar, das kostet Speicherplatz, aber externe Festplatten oder Netzwerkspeicher ist nicht teuer. Man kann Sachen löschen, die man nicht mehr braucht. An Speicherplatz mangelt es nicht. Und wichtigste Regel, wenn es um Storage geht in der IT, Speicherplatz ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Speicherplatz. Wie Tobi sagen würde, das Wort zum Sonntag. Apropos, wo steckt der Jo. eigentlich? Ja, Der ist hallo. da, ist einfach nur ruhig. Bist doch sonst immer Ja. so, du bist doch sonst immer so wortgewandt. Was ist denn heute los? Bin eben mal aufgewacht. Oh. Guten Morgen. Von deinem Ja. Mittagsschläfchen. Genau. Nice, ich habe Mittagsschläfchen immer gehasst als Kind. War Ich voll habe es nie nervig. hinbekommen. Ich kann das nicht. Es ist hell draußen, da kann ich nicht einschlafen. Ja, weil ich war da eher so, Alter, wieso muss ich jetzt pennen? Ich könnte in der Zeit spielen. Lass mich doch spielen. Wieso muss ich mich jetzt ins Bett legen? Nein, hoch auf meine Großeltern. Ja. Ich habe den Sinn davon nicht verstanden. Echt nicht. Aber ich glaube, wenn du irgendwann alt bist oder so 70, 80 Jahre bist, da ist halt Danke, mittags mal so. Jan, danke. Nein, ich beziehe jetzt nicht auf dich, aber so generell. Ist halt irgendwann, wenn du mal dann halt müde bist. Und das ist ja dann nicht schlecht, wenn du da mal wieder die Energie aufsammelst. Das werden wir ja Ne? noch sehen, Hä? wie wir uns alle als Senioren verhalten werden. Wir sind wahrscheinlich Ja, ihr könnt die ja dann berichten, dass ich es erste. anders mache. Ja, als ob das viel bringt. Du bist wie viele Jahre jünger als ich? Drei? Vier? Fünf. Wie alt bist du noch gleich? Bin 16. Dann bist du 4 Jahre jünger als ich. Ich werde dieses Jahr Bist 20. du 2-1 geboren? Als Wie? ja, bin ich. Oha, Wer wusste noch ich nicht. einmal als Okay, wie dann vier. sagt, der soll sich Wie alt? gehauen, der Ja. soll sich gehauen fühlen. Wir möchten heute Abend auch noch ganz kurz. Aber als wie soll ich mich gehauen fühlen? Ja, über das Thema deutsche Grammatik sprechen. Ich habe nämlich gerade die Tage im Radio, gestern dürfte das gewesen sein, noch gehört, wie andere Nationen auf die deutsche Sprache reagieren, zum Beispiel Spanier. Und da war ein Beitrag dabei, der gesagt hat, Spanier finden die deutsche Sprache sehr passend zu uns. Sie ist kalt, sie ist gefühlslos und sie ist kompliziert. Also das sehe ich als Beleidigung. Sagt das dem Spanier, der in dem Radiointerview das gesagt hat? Kann ich ja nichts Ja, für. den zeige ich auch an. Andererseits wollen viele Spanier auch Deutsch lernen, einfach aus dem pragmatischen Grund, weil sie es für die Tourismusbranche brauchen. Weil Dann sie ihre gibt's. Zeit damit verschwenden wollen, was zu lernen. Über Nee. längere Zeit. Nee, weil wenn du zum Beispiel Ferienanlagenbetreiber bist, also blenden wir jetzt Corona mal aus. Du bist Ferienanlagenbetreiber und hast viele deutsche Touristen und kannst kein Wort Deutsch und willst aber trotzdem auf die Wünsche deiner Gäste eingehen. Schwierig. Englisch. Jetzt kann man natürlich nicht verlangen, dass die Einheimischen die Fremdsprache lernen, aber auch nicht die Besucher die Muttersprache des Landes. Du kannst nicht beides direkt verlangen. Aber da ist es halt einfacher, wenn einer, also in diesem Fall der Anlagenbetreiber, Deutsch lernt, als, sagen wir mal, 2500 Reisende Spanisch. Ja. Get my point? Ja. So. Wenn wir jetzt in ein anderes Land gucken, wie zum Beispiel die USA, dann finden die da einen deutschen Akzent im Englischen eigentlich ganz lustig auch. Und bestes Beispiel dafür ist Arnold Schwarzenegger. Okay, er ist Österreicher, aber trotzdem. Mein Es geht Lieblingsbeispiel. um die, es geht eher um die Sprache. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist die Aussprache englischer Wörter mit deutschem, übertriebenem deutschen bzw. sogar österreichischem Akzent. Ich führe das mal kurz vor. Gunst die Duschen.
So. Nee, du solltest dich mal wieder duschen. Und wie ging dieser Witz dann weiter? Constitution. Arnold Schwarzenegger spricht das Wort Constitution auf Englisch aus. Mein bayerischer Mitbewohner sagt mir, dass die Dusche frei ist. So. Nee, dann Österreichischer. Wie man's nimmt. Such dir was aus. Ist mir egal, was du nimmst. Ja, Österreich, da ist auch nicht viel auseinander, was die Aussprache angeht. Ja. Ich sage jetzt einfach mal ja, völlig pauschal. Wenn jetzt ein Bayer und ein Österreicher hier wären, die könnten das entweder bestätigen oder komplett ablehnen. Aber da das nicht der Fall ist. Holen. Bitte? Also so hört sich das für mich halt an. Ich hab Österreicher in der Familie, Aha. die sind nach Österreich ausgewandert. Leben da jetzt auch schon oh, Dann 50 Jahre. sind es aber technisch gesehen keine Österreicher. Aber wenn du sie sprechen hörst, dann hören sie sich gerade genau an wie die anderen Österreicher auch. Ja, Weil ich gut. verstehe nämlich kaum. Ich verstehe die kaum, wenn die sprechen. Also wenn Bayer, also einer aus Ein Bayern Bayer. und ein Bayer und ein Österreicher bei mir im Raum säßen, bräuchte ich, glaube ich, einen Dolmetscher. Grüße gehen raus an Slotter. Ja. Apropos Sprache. Wir haben jetzt, ich mache das jetzt heute mal ausnahmsweise, ich gehe mal auf den Chat ein. Jan hat am Anfang geschrieben, Heirli Kech. Was ist das? Das ist Usbekisch für Usbekisch, guten ach du Abend. Scheiße. Ja, ich wollte jetzt erst was anderes nehmen. Das war so ein komisches Schriftzeichen, das dem Google-Übersetzer habe ich nicht vertraut, dass Oh. das nicht irgendwas anderes heißt. Nicht, Ja, dann dass. würde ich es auch nicht machen, wenn man es nicht weiß. Ja, Also ich kann auch kein würde ich auch nicht Usbekisch. machen. Technisch gesehen weiß er es auch bei Usbekisch nicht, weil er spricht es nicht. Technisch gesehen könnte dir Hier. der Google-Übersetzer was komplett Falsches ausgeben. Mal abgesehen Hier. davon, dass ich das jetzt auch komplett käsig wahrscheinlich ausgesprochen habe. Und nein, ich Hier, werde es die war. Audiodatei nicht einblenden und wehe, es spielt jemand ins Mikrofon ein. Es war Urdu, was ich eigentlich posten wollte, habe ich auch reingeschrieben, aber das sieht mir so komisch aus. Okay. So, und dann hat Tobis Freundin geschrieben, ist das ein L? Ich glaube, es ist ein L. Hablas Alemana oder Hablas Aleman? Kann mir Tobi da vielleicht helfen? Ist das irgendwie. Ist das Spanisch? Ist das Das ist irgendwas? Spanisch. Ist es Das Spanisch? müsste Spanisch. Okay. Das müsste Spanisch oder Portugiesisch sein, weil das habe ich nämlich mal im Unterricht gehabt. Ich war mal im Spanischunterricht. Aber Ach ich war so krass. scheiße, dass ich Oh, Verstehe nur das ist Spanisch halt oder schlecht. Bahnhof. Hä, was nochmal? Ich verstehe nur Bahnhof oder Spanisch. Ah ja. Gibt ja auch im Deutschen diese, gibt ja auch im Und das Deutschen Einzige, diese. Ja. das Einzige. Ja, Alemannisch hätte ich sagen können, das ist halt Deutsch. Ich habe gerade die Übersetzung reingereicht bekommen. Sprichst du Ja. Deutsch? Ist die Frage. Also, wenn ich auf Spanisch fragen würde, sprichst du Deutsch? Und das, was jetzt reinkommt, ich werde es nicht aussprechen, weil ich kann es nicht. Ich kann Ich es definitiv kann nicht. kein Walisisch als Benedikt. Wow. Kannst du es? Ja. Ist tagesformabhängig. Tagesformabhängig. Aha. Ja, bist wohl nicht in der richtigen Tagesform. Nee, Musst du digitieren. ich sag's mal so. Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass er das kann, wenn er noch müde ist. Da er jetzt gerade erst aufgestanden ist, könnte das eventuell klappen. Aber wir verzichten. Also wenn du sagst, das, was da geschrieben wurde, ist walisisch, dann glaube ich das jetzt einfach mal. Bekanntestes Video ist da dazu. Es gibt auch in Wales diese eine Stadt mit diesem
elendig langen Namen, deren Ortsschild, ich glaube, fast 10 Meter lang ist, weil da das draufsteht. Und da gibt Das es gibt sogar ein Lied. im Internet unter diversen, beziehungsweise nicht im Internet, sondern indirekt im Internet, also im Indirekternet. Über diesen Ort hat uns mal jemand einen Vortrag in der Schule gehalten, der war ganz aus der Nähe. Im Englischunterricht kam der hat auch dieses Lied vorgespielt. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Ich weiß nur, dass er auf Gol, Gol, Gol endet. Go, go, goch, aber egal. Ja, ist. Um damit zu meinem angefangenen Satz zurückzubekommen, der kurz gebuffert hat in meinem Kopf. Unter den Wettermännern oder Wettervorhersagenden im Fernsehen dieser Welt oder auch im Radio gibt es so einen, ich sag mal, inoffiziellen Contest, wo gerne auch mal diese Stadt auftaucht und da kann man dann immer beobachten, wenn es die Leute entweder hinbekommen oder halt auch nicht, diese Stadt korrekt auszusprechen oder zumindest in einem Stück. Genau die, Einige wird man. genau das. Lanfer, ja, ne? Dafür muss man auch die Stadt, muss man auch die Sprache dazu sprechen. Das ist richtig. Und da ich Walisisch nicht kann, kann ich das dementsprechend halt auch So. nicht richtig Ich habe aussprechen. mal das Lied in den Discord gestellt, falls das sich nachher jemand angeben Okay, möchte. sehr gut. Tretet unserem Discord bei. Ja, also wir können für heute auch schon quasi als erstes Fazit festhalten, Sprachen sind verschieden und werden in diversen Ländern unterschiedlich aufgefasst. Jetzt überlege ich noch gerade, also wie gesagt, die Amerikaner finden deutschen Akzent eigentlich lustig. Andersrum, wenn Amerikaner versuchen, Deutsch zu sprechen, also das haben einige Schauspieler auch schon versucht, kommt manchmal ein ganz schöner Kauderwelsch dabei raus. Da haben sie nämlich auch im Radio ein Beispiel gebracht. So also einen Zusammenschnitt von einigen Miley Cyrus-Wörtern, die sie auf Deutsch da rausgeleiert hat. Und das klang schon sehr, ja, ich möchte mal sagen, Nudelsalatmäßig. Auch wenn sich jetzt vielleicht alle gar fragen, was zur Hölle ist Nudelsalatmäßig? Ich kann es euch sagen. Durcheinander. Hätte ich auch sagen können. So. Was fällt euch dazu noch ein beim Thema Sprachen? Eine lustige Anekdote oder sowas? Nee. Nicht viel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal zum Thema Dialekte zurücksprengen sollen. Ich glaube, dass, naja, dem könnte man eventuell auch eine eigene Folge widmen, dem Thema Dialekten in Deutschland, also allein in Deutschland. Xai zum Beispiel, der ja aus dem Norden der Nation ist, ich, der aus dem Westen der Nation ist, genauso wie Jan, oder Tobi, der ein aus dem Südwesten der Nation stammt. Ja, nur ich kenne leider nicht den norddeutschen Akzent. Was ich irgendwie interessant finde. Ich habe mal angefangen, mir diverse Akzente so anzueignen, aber ich werde jetzt kein Beispiel davon präsentieren. Das können wir gerne später machen, weil ich dann nämlich wieder ganz genau weiß, dass Tobi ganz schnell ausflippt. Wäre überhaupt nicht, was sie meinen. Genau, machen wir später mal noch, wenn die Oder nächste Woche. Aufnahme vorüber ist. Und dann gehe ich euch mit meinen Dialekten auf den Geist. Da kenne ich auch noch ein ganz schönes Streitthema bei einigen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hat Wie auch was oder mit das dann? der deutschen Sprache und quasi auch mit den Dialekten zu tun. Ja, also passt es ja heute rein. Und zwar Pfannkuchen. Oje, oje, ich weiß, was kommt. Ich weiß genau, was kommt. Ja, Pfannkuchen sind Pfannkuchen. Ja, einige sagen Pfannkuchen, die werden so nicht genannt, das heißen, die heißen Berliner. Oder Krapfen. Oder Krapfen, genau.
Oder warte es mal, ist aber aber je nach Berliner Region Maler nicht. unterschiedlich. Es ist je nach Region unterschiedlich. Also Berliner und Pfannkuchen sind jetzt nicht dasselbe. Moment, Vorsicht. Jan, Ja. bevor du wieder auf dem Boden der Tatsachen argumentierst, möchte ich dich vorsichtig auf etwas hinweisen. In Ui. verschiedenen Gegenden in Deutschland wird das gleiche Objekt unterschiedlich benannt. Andersrum, in ganz Deutschland gibt es für das gleiche Wort unterschiedliche Objekte. So zum Beispiel Pfannkuchen oder auch Frikadelle oder auch, was war es denn noch? Nee, das Wiener Würstchen-Beispiel ist, bezieht sich auf Europa. Aber am Beispiel Pfannkuchen bzw. Frikadelle kann man es eigentlich am deutlichsten zeigen. Ja. So. Oder am Berliner oder am Brötchen. Ja, der Der Berliner Brötchen ist, auch. der Be Berliner ist ja der, ist ja das Streitobjekt, wenn es jetzt um das Thema Pfannkuchen geht. Dazu muss ich noch Ja, aber sagen, es gibt aber auch noch, es gibt aber uns. Ich hab hier bei uns, kann ich einen Berliner kaufen und ich kann einen Pfannkuchen kaufen. Das sind zwei verschiedene Sachen. was ist bei dir der Pfannkuchen? Der Pfannkuchen ist quasi, ja. Jetzt bin ich gespannt. Der Pfannkuchen ist halt nicht mit Marmelade gefüllt. Das ist der Nee. Berliner. Ja, aber der Genau. Pfannkuchen sieht wie aus? Ist der platt und rund oder ist Ja. der auch berlinerförmig? Nein, der ist platt und rund. Genau. Berlinerförmig finde ich auch super. Ein schönes Wort. Also er ist platt und rund. Ja, So, Berliner. das heißt, also sagen wir mal, also können wir uns einig sein, dass jeder mit dem Wort Crepe etwas anfangen kann? Ja, So. natürlich. Ein Crepe ist ja ein flach ausgelegter Teig, der gebacken wird. Aus So, Frankreich. richtig. Und auf der Idee des Crepe basiert der Pfannkuchen in unser aller Verständnis. Also, ich muss spezifizieren, unser aller Verständnis, die vier, die wir jetzt hier anwesend sind. Wenn jetzt nämlich eventuell noch andere Leute aus der Republik noch da sind, in denen das nicht gilt, könnte ich nicht pauschalisieren und sagen, alle hier Anwesenden. Aber weil wir das schon geklärt haben, wobei bei Tobi weiß ich es auch noch nicht, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, handelt es sich beim Pfannkuchen um quasi einen etwas dickeren Crepe, der in einer Pfanne, also ich nehme flüssigen Teig, gieße ihn in eine Pfanne und lasse den backen. Und wenn er von der einen Seite schön goldgelb oder braun ist, drehe ich den um und lasse den von der anderen Seite backen. So, das ist ein Ja. Pfannkuchen, weil eigentlich ganz wortwörtlich logisch aufgeschlüsselt, Pfannkuchen, ein Kuchenteig, eine Art Kuchenteig, der in der Pfanne gebacken wird. Deswegen Pfannkuchen. Jetzt sagen, Da ja. gibt es aber noch Unterschiede. Pfannkuchen wäre bei mir der Süße und ein Omelett das Herzhafte. Vorsicht. Beim Thema Omelett. Omelett lasse ich da ganz raus, weil im Omelett ist kein Mehl drin. Ein Omelett. Omelett ist bei mir eigentlich fast nur Ei. Ja, eben, bei mir auch. So, Omelett ist nur Ei. Dann wird noch spezifiziert zwischen süßen und herzhaften Pfannkuchen. Wobei ich sagen muss, herzhafte Pfannkuchen, nein, lass mal, geht gar nicht. Ich bin nur die Fraktion süß. Aber das Also jetzt noch beim weiter zu thematisieren, ist ja eigentlich nicht das, was wir wollten. Leider ist Jan jetzt gerade weggeschaltet, weil gerade dem wollte ich es ja erklären, wie die regionalen Unterschiede auch sind. Warten wir mal, bis er wieder da ist und reden stattdessen über das Thema Frikadelle. Die Frikadelle wird ja auch in manchen Gegenden Deutschlands als Bulette bezeichnet. Bei mir ist es sogar Teil, ist sogar beides vertreten, Frikadelle und Bulette. Wo unterscheidet sich's dann? Eigentlich nicht großartig. Es kommt halt darauf an, weil wahrscheinlich sind diejenigen, die diese Läden aufgemacht haben mit der Bulette. Also auf dem Plakat steht meistens eine Frikadelle dran, aber bestellt wird immer eine Bulette. Okay. Meistens. Dann sind die Budenbetreiber eher aus dem Osten der Republik, weil da sagt man eher Bulette. Ja, die haben sie halt für den westlichen Bereich oder für hier haben sie halt Frikadelle draufstehen, aber du kannst halt mit Frikadelle oder Bulette und die meisten wissen, was du haben willst. Das Einzige ist, dass ich bei mir habe ich zwei Rezepte für Frikadelle, die ich selber mache. Ja. Die eine ist mit Brötchen, die andere ist ohne Brötchen.
Also, Vorsicht, auch wieder für die Zuhörer noch Ja, spezifiziert. kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht eine Bulette oder eine Frikadelle zwischen zwei Brötchen, sondern ob Brötchensplitter bzw. Brötchenmasse im Teig der Bulette mit drin ist oder nicht. Also, Also nein, Teig ist auch schon wieder das falsche Wort dafür. In der Bulettenmasse, Frikadellenmasse, im im Hackfleisch, Brät. im Im Brät, Brät. ja. Wenn man es genau nehmen will. Technisch Das wird gesehen halt ist es ja ein. sogar Brät, weil du kannst es nämlich braten. Es heißt nämlich Brät, weil man es braten kann. Ja, Gelernt du aus brätst das demselben ja Wort. auch. Ja, eben, du tust es. Oder du legst es in die Frikadelle. In die Frikadelle. Nee, Fritteuse. die Brät. Fritteuse wollte ich sagen. Danke. Ah, Aber das schmeckt da man wird es in ja auch Frikadelle halt nicht. gebraten. Oder frittiert. Frittiert, eher Gebraten. frittiert, aber ist auch Effekt ist der gleiche. Bratvorgang. Effekt ist der Ja, gleiche. also da ist es halt so, ist dann ein Brötchen oder eine Schrippe, wie es bei mir auch Oje, heißt. oje, nein. Oder Semmel. Oder Semmel. Oder Weckle. Ja, siehst du, da gibt es das auch. Das ist Also eigentlich bei das uns gibt es beste halt, Beispiel. bei uns haben wir im Laden, ich habe hier drei Bäcker bei mir. Bei dem einen ist das Schrippe, bei dem anderen ist es Semmel und bei dem dritten ist es ein Brötchen. Super. Alles Hamburger? Ja. Das ist verrückt. Dass sie das Schrippe nennen, okay, damit komme ich zurecht. Das ist auch hier am meisten vertreten. Brötchen habe ich in der Schule gelernt. Ja. Semmel habe ich denn quasi so mitgekriegt, als denn ich Berichte gehört habe, die so Richtung Süddeutschland gingen. Eher. Also ich weiß Da jetzt nicht, hätte ob ich das das. geografisch richtig ist, aber so habe ich das halt für mich Ja, persönlich mitgekriegt. da hätte ich das, die Semmel jetzt auch hingesteckt in Richtung Süddeutschland. Zum Beispiel zu Stefan. Und da kommt dann halt eins dieser kleinen Brötchen auf ein halbes Kilo Hackfleisch hinzu. Aha. Dann Pfeffer, Salz, Zwiebeln noch mit rein. Und Und ein kommen Sie mal Ei. an, wie viel man ha Zwiebel haben möchte zwischen einer kleinen und einer großen. Ja. Ein Ei als Ja, Bindung? also. Oder nicht? Ja, ein Ei oder zwei Ei, je nachdem, als Bindemittel dann noch mit rein und dann wird das dann einmal ordentlich Zwei. schön durchgewühlt, dass das schön ist und dann wird dann halt, ja, Bällchen draus geformt, die dann einmal platt gedrückt und dann in die Pfanne gelegt und dann halt durchgebraten, gewendet, so dass sie schön braun sind und an den beiden äußersten Seiten, also oben und unten quasi, relativ knusprig. Richtig, so. Das entspricht der Herstellungsart einer saarländischen Frikadelle. Mit dem Unterschied, dass bei der saarländischen Frikadelle generell Brotmasse mit im Brät drin ist. Es gibt mit und mit ohne. Der einzige Unterschied ist halt, Mit und dass mit die ohne? mit. Ja, das ist halt aber noch, ja, mit und mit ohne. Mit ohne, ja. Ja, Ist mit noch so ein ohne. Ding. Das ist noch so ein Ding, ja, aber ist halt der Unterschied, wenn ich ohne das Brötchen mache, ist die Frikadelle fester. Und manchmal, ab und Ja. zu mag ich das, vor allen Dingen, wenn ich das dann zum Beispiel in Scheiben schneiden möchte und auf Brot oder auf Pizza oder auf einen Croque legen möchte, den ich selber bastel, Auf den dann ist was? es für mich die fest. Ein Croque. Ein französischer Subway. Ah, ein Baguette. Ja, ein Baguette, das belegt ist und das dann auch mal in den Ofen kommt, zum einmal warm werden. Dafür gibt es ein eigenes Wort? Wusste ich gar nicht. Siehst du, da habe ich heute auch wieder was dazu gelernt. Der Croque ist halt sogar das Französische tatsächlich dafür, was übernommen wurde ins Deutsche. Habe ich noch nie gehört heute. Ich wirklich. Noch nie? Nein, noch nie vorher gehört. Es ist heute das erste Mal, dass mir dieses Wort über den Weg läuft. Und ich bin schockiert. Weil ich habe das Also immer jetzt schon ein über 10 Jahre. ich habe es immer ein be belegtes Baguette genannt. Also es war, wenn ich was bestellt habe oder in meinem Laden war, stand da immer dran, Croque belegt mit. Für mich war es immer ein Croque. Spannend. So. Spannend. Wir haben auf der Arbeit öfter mal die Gelegenheit, dass wir bei einem Geschäft bestellen, das heißt La Sandwicherie. Und da ist es ein Klingt Sandwich. französisch. Da ist es ein Sandwich. Was jetzt irgendwie gar nichts mit dem französischen Wort zu tun hat. Also, ich weiß nicht, ob es Naja, ne, Sandwich, quasi. Es ob es das gibt. ist eigentlich quasi, ist das halt wirklich eigentlich quasi so ein langgezogenes Sandwich, was belegt ist.
Ja, und auch da Mehr gibt's ist es ja wieder, nicht. auch da gibt's wieder die großen Unterschiede. Ich sehe, Jan ist zurück. Ja. So. Ja. Zurück zur, nee, warte. Haben wir die Frikadellendiskussion abgeschlossen? Ich glaube schon. Was ich Ja, haben dazu wir. noch kurz sagen wollte, ist, im Westen Deutschlands sagt man Frikadelle, im Osten Bulette. Das ist so die grobe Einteilung, die es da gibt. Dann haben wir ja eben auch noch gehört von Xai, dass es ja regionale Nuancen gibt, je nachdem, was ist, beziehungsweise wie man es halt zubereitet. Der bessere Vergleich, also der allerbeste Vergleich kommt am Ende. Der bessere Vergleich zu, wie nennt man das gleiche Ding in verschiedenen Regionen oder was ist in verschiedenen Regionen das Ding hinter ein und derselben Bezeichnung? Zurück zum Pfannkuchen, beziehungsweise zum Berliner oder zum Krapfen oder zum Küchelche, wie man im Saarland sagt. Das war ja das, was langsam. Das war ja das, wo Jan am Anfang ja eingehakt hat. Wo er gestreikt hat, hey, ein Pfannkuchen ist doch das und das. Ja. Das, was für uns der Berliner ist, ist für den Osten Deutschlands der Pfannkuchen. Das liegt daran, dass die den für uns im klassischen Sinne Pfannkuchen, soweit ich weiß, nicht kennen. Also diesen flachen Teigfladen in der Pfanne gebacken, den gibt's im Osten irgendwie nicht. Das macht keiner. Es sei denn, man hat dafür das neudeutsche Wort Pancakes übernommen, was einfach die wortwörtliche Version von Pfannkuchen im Englischen ist. Ja, So. die Wortwahl nutze ich auch bei mir zu Hause, wenn ich das hier mit meiner Freundin zusammen mache. Es klingt halt einfach cooler, sind wir uns einig. Aber. Das Einzige, was ich dann mache, ist, ich spreche das halt, wie schon Anfang dieser Folge zu hören war, auf eine sehr deutschen Akzentweise aus, nämlich Pankakis? Pankake. So, Pankakes. Pan. Ja, gut, alles klar. Pankakis. Alles klar. So, Jan, hast du jetzt verstanden, worauf ich hinaus will? Ja. Also, die Unterscheidung, die Xai auch noch gebracht hat zwischen Berliner und Krapfen, nee, Entschuldigung, Krapfen sagt man im Süden Deutschlands, also zum Beispiel in Bayern. Wobei da, ich bin mir da nicht sicher, es gibt ja auch den Unterschied zwischen gefüllt und ungefüllt. Das ist das, was Xai vorhin angesprochen hat, als er meinte, der Pfannkuchen ist die ungefüllte Version des Berliners. Und der Berliner ist immer mit Konfitüre-Füllung. War das richtig? Nein, Oder genau das war nicht andersrum? ganz richtig. Nein, nein, wir haben hier einen Berliner. Ich weiß gar nicht, wie wir den hier ungefüllt nennen. Also bei uns gibt es einen Weil gefüllten Berliner und einen ungefüllten. genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Wir unterscheiden da nicht dazwischen und haben dafür zwei unterschiedliche Bezeichnungen, sondern der eine ist gefüllt und der andere ist Ausrufezeichen gefüllt. Wir machen so es leicht. Richtig. Also ich weiß halt nur Berliner. Ich persönlich esse die halt nicht so gerne, weil mir der Teig halt nicht schmeckt. Dementsprechend habe ich da nicht so drauf geachtet. Das, Ah. was ich aber weiß, ist halt eine Tradition, die gerne mal gemacht wird zu Silvester hin, ist, dass man dann so viele Berliner holt, wie man Leute hat, und einer wird mit Senf gefüllt, statt mit einer Marmelade. Ja. Dann werden die einmal schön durchgewürfelt und derjenige, der den Senf abgekriegt hat, der darf dann das nächste Jahr die Party schmeißen. Okay, interessanter Brauch. Meine Verwirrung begann alleine schon mit dem Punkt, dass man zu Silvester Berliner isst. Da hat es für mich schon angefangen. Ich weiß nicht, wo in Deutschland, aber ich weiß, dass es diesen Brauch gibt. Ich glaube, es ist Norddeutschland. Also ich selbst nutze ihn halt nicht, weil ich Berliner nicht so gerne esse. Ja, Deswegen, ich bin wenn ich da mitmachen einfach würde, würde ich den Berliner halt durchschneiden sehen, ah, ist der Senf drin, okay, ich zahle nächstes Jahr und schmeiße den dann weg, weil ich Wow. mag den Teig nicht. Ja Ich mag den gut, Teig nicht. so kann man sich's halt auch dann einfach machen. Ich darf nicht so weit runter, sonst sieht man mich in der Kamera nicht mehr. Das wäre schlecht. Komm mal Zum Glück. runter. Komm mal runter. Ja, Mann.
So. Das wäre die Berliner Geschichte. Persönliche Anekdote dazu: Gefüllte Berliner esse ich gar nicht, ungefüllte für mein Leben gern. Ich liebe dieses Zeug. Das Same. Problem ist, da ist ja immer auch so Zucker mit drauf. Es gibt den ja mit Puderzucker oder mit Kristallzucker obendrauf. Aber egal wie, Ich krieg. deine ganze Fresse klebt danach einfach immer des Todes. Ja. Und du kannst nichts dagegen tun. Gar nichts. Nein. Ich hab auch schon welche mit einer Schokoglasur gesehen. Oh, nee. Da wären wir dann bei Dunkin' Donuts. Da habe ich das auch gehabt. Wie hießen die denn da? Herr Tobi, wir waren doch gemeinsam bei Dunkin' Donuts. Willst du? Hä? Was willst du? Wie diese Berlinerartigen Donuts bei Dunkin' Donuts hießen. Also die ohne Loch. Auch Donuts. Ja, gut. Also. Ein Donut ist ein Donut, weil es ein Loch in der Mitte hat. Und warum heißt dann Nee. bei Dunkin' Donuts der Donut ohne Loch auch Donut, nach deiner Erklärung? Keine Ahnung. Ah, gut. So, wäre das auch geklärt. Schön. Also wenn jemand zu mir ankommt und mich fragt, ob ich einen Donut haben will, dann denke ich, gehe ich davon aus, dass es halt dieser runde Teig ist, der quasi wie ein Berliner zubereitet wurde. Ja, Aber mit also dem Loch in der Mitte. quasi ein frittierter Hefeteig. Ja, genau, So, danke. Donut heißt Damit. Donut, wenn man aus dem Kle Teig kleine Nüsse formt, aber gut gesehen. Und der hat dann ist halt kreisrund mit dem Loch in der Mitte, damit man ihn schön auf dem Finger aufspießen kann und dann rundherum vom Finger essen kann. So, nicht zu verwechseln Das mit dem Bagel. Wort Donut setzt sich nämlich aus Teig und Nuss zusammen. Ja. Dough und Nut. Dough und Nut. Doofe Nuss. Ja, warum sieht das denn aber nicht aus Nicht wie eine zu ver. Nuss? Ja. Aber. Oh. Das wollten wir nicht diskutieren. Nein. Übrigens auch nicht zu verwechseln mit dem Bagel. Der Bagel ist nämlich auch kreisrund, hat ein Loch in der Mitte, ist aber aus einem Brotteig und herzhaft eher. Und ähnelt mehr einem Brötchen als einem Donut. Ja, Bagel oder aber Beagle? Bagel. Okay. Also wer Beagle dazu sagt, der hat es verdient, dass ihm standesrechtlich das Fressbrett poliert wird. Ich muss es jetzt einmal so sagen. Weil ein Beagle ist ein Hund. So, aber bevor wir noch weiter Ja. abschweifen, möchte ich noch kurz in den letzten 20 Minuten, die uns noch bleiben, Entschuldigung, 22, 22, möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Brötchen eingehen. Weil Brötchen ist, glaube ich, das Objekt, das am meisten die Nation spaltet in verschiedene Namenszonen. Das Overall-Objekt heißt Brötchen. Im Hochdeutschen heißt es überall Brötchen. Aber in der regionalen Sprache gibt es ganz viele Unterschiede. Fangen wir mal im Norden an, Xai. Also hier ist es umgangssprachlich auch als Strippe bekannt. Als Schrippe. Okay. Ich Oder überlege, ich. Goldjunges. Das klingt schon eher nach Norddeutschland. Junges. Alles, was mit S irgendwie am Schluss endet, klingt irgendwie norddeutsch. Goldjunges. Okay. Ist. Aua. Ja, ich kenne halt Hi. beides hier. Grüße Je an die nachdem, Leute. zu welchen. Grüße an die Leute, die das in der Kamera gesehen haben. Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Herzlichen Glühstrumpf. Das war ungeschickt. Ja, aber ich versuche es trotzdem, ich versuch trotzdem weiterzumachen. Goldjung ist auch eins der Wörter, die ich heute zum ersten Mal höre. Also, wir sehen, wir machen heute tatsächlich Bildungsformat. Die zweite Version des Wortes Brötchen in der regionalen Fassung ist bei uns zum Beispiel weg. Das kann mir Jan, glaube ich, auch bestätigen. Weg. Ja. Oder wenn ich jetzt noch die komplett saarländische Version davon auspacke, wären wir beim Brätje. Korrekt. So. Das ähnelt jetzt aber tatsächlich dem allgemeinen Wort Brötchen sehr.
Deswegen für den Regionalbetrachtungsvergleich nehmen wir das Wort weg. Nicht zu Es verwechseln verwirrt mich. mit einwecken oder wegglas, das ist was ganz was anderes. Das hat damit nichts zu tun. Es verwirrt mich trotzdem. Ja, ich kann dir aber, bevor du fragst, nicht erklären, warum es weg heißt bei uns. Ich weiß es nicht. Es wird auch geschrieben WECK, weg. Vielleicht, Aber weil man es damals, ich habe, es ist eine Theorie. ja, jetzt bin ich Achtung, gespannt. Theorie. Man ist ja damals aufgestanden, man wurde geweckt und hat dann was gegessen, das Weckchen, um Ist aufzuwachen. diese Theorie von dir? Ja. Okay. Ich google das jetzt. Okay, google nach. Währenddessen machen wir mal weiter. Weil gar nicht so weit, also gehen wir auf der Südseite, nee, auf der Westseite Deutschlands ein bisschen nach unten, nach Baden-Württemberg. Also quasi zu Tobi. Der sagt, Eckle oder Brötchen. so, Weckle. Ist Gab es da nicht jetzt. sogar eine Bundeskarte von, wie es überall genannt wird? Das könnte sogar sein. Die liegt mir aber Warte, ich aktuell schicke nicht. dir das mal gerade Die einmal. liegt mir aber aktuell nicht vor. Reich mir mal noch weitere Untersuchungsmaterialien herein. Aber. Also. Oh ja, der Experte. Jetzt bitte. Also Semmel heißt Ja, im warte, da waren wir noch Zusammenfall. nicht. Da waren wir noch nicht. Fernpost. Ach so. Bevor jetzt Jan die komplette Erklärung raus hat, möchte ich noch ganz kurz auf das Wort Semmel eingehen, weil ich das nämlich auch noch von einem von uns kenne. Der ist jetzt zwar hier nicht anwesend, aber Stefan zum Beispiel, der stammt ja aus Bayern. Und in Bayern heißt es Semmel. Oder auch, damit hat er mich mal richtig gekriegt, Seelen. Ja, Seelen Also. sind bei uns so kleine, längliche Brötchen mit Salz und Kümmel. Okay, und in seiner Auffassung waren das nämlich sehr große, längliche Brötchen. Nicht zu verwechseln mit einem Baguette. Ein Baguette ist nämlich nochmal was anderes, wie wir vorhin ja schon erörtert haben. Ah! Ah! Ich habe jetzt hier gefunden, ich habe hier noch eins, da kam ich jetzt gerade nicht drauf, was hier auch noch benutzt wird hier in Deutschland. Okay, und zwar. Rundstück! Was? Rundstück! Okay, ist wieder auch Das was ist das, ganz ist, das Neues. ist das Norddeutsche. Das ist Schleswig-Holstein, Hamburg und Teil von Niedersachsen, nördlichen Niedersachsen. Okay. Ich müsste gerade mal. Nee, er ist jetzt nicht online, sonst hätte ich Marvin mal gerade auch noch gefragt, wie er zum Brötchen sagt. Er hätte jetzt wahrscheinlich geantwortet. Osnabrück. Habe Ihnen die Karte geschickt. Ja, gucken wir uns mal auf die Karte. Ach du Schande. Aber Goldjunge steht hier nicht drin. Also ich habe eine Erklärung gefunden, aber meine Theorie finde ich besser. Wow. Ja, okay, Muss dann ich ehrlich erzähl sagen. mal, wie die offizielle Version davon ist. Also, der Wortstamm weg geht dabei auf den althochdeutschen Begriff wecki für Keil auf der Brötchenoberfläche zurück. Von der Herleitung vergleichbar mit der Schrippe. So, und das Wort Schrippe ist auf Frühhochdeutsch das Verb auf Stüpfen zurückzuführen, was so viel wie kratzen oder aufkratzen bedeutet. Gemeint ist damit oftmals typische Einkerbungen auf der Oberseite des Gewächs. Auch andernorts begegnet man vereinzelt den Schrippen, beispielsweise in Hamburg. Das ist, so wie ich es recherchiert habe, die Herkunft des Wortes. In Hamburg, okay. Oder in Was Hamburg. ist Hamburg? Ah, ja. Gut, das erklärt, warum Xai das aufführt, weil auf der Karte, die mir gerade vorliegt, geht es Ich nicht. tatsächlich darum, da ist das Wort Schrippe nur im Berliner Raum anzutreffen. Also Berlin-Brandenburg, die Gegend. Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern bei mir. Okay. Was haben wir noch? Wir haben dann im Westen Deutschlands, also im Raum NRW und Co., sehr starke Verbreitung des Wortes einfach nur Brötchen. Weil gerade auch in Niedersachsen, sie sprechen ja sehr gutes, also die Niedersachsen sprechen ja das beste Hochdeutsch Deutschlands, weil es da ja keinen regionalen Dialekt gibt in diesem Sinne. Da haben wir deswegen auf der ganzen Westseite und eigentlich fast runter auch um die Gegend um Hannover, Erfurt und Co.
Das Wort Brötchen und sonst nichts. Dann haben wir im Bereich des Saarlandes und der Pfalz das Wort weg. Und je weiter wir uns da nach unten bewegen, Richtung Süden, Stuttgart der Raum, da sind wir dann beim Weckle oder Weckerle. Und wenn wir noch weiter nach unten gehen, quasi an die Grenze zur Schweiz, da sind wir beim Weckli. Oder du bist schon in der Schweiz, das ist. So. Und gehst du dann von genau diesem Punkt aus nach rechts rüber, Richtung Bayern, dann bist du bei Oh je. das, beim Semmel oder beim Semmal. So, wir lassen jetzt mal die Betrachtung Österreich und Co. lassen wir jetzt mal weg. Ha, ja, danke, ich habe es selber gemerkt. Lassen wir das mal weg und befassen uns wieder mit Mit dem, einem anderen Thema, ich habe eins. mit den eigentlichen Dingen. Passt es hier dazu? Oder können wir Nein. die, oder können wir die letzten 16 Minuten noch mit irgendwas zum Thema Gehörigem füllen? Wahrscheinlich nicht. Erzähl doch einfach mal. Schütte uns deine Seele Okay, aus. also ich habe eben schon mit Xai darüber geredet. Er spielt jetzt seit 5 Stunden FDB Interactions. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, stand da 16 Stunden. Ja. Und da hat er mir erklärt, also vielleicht kann Sai gleich nochmal erklären, er schließt das Spiel nicht, sondern schließt es einfach nur. Also macht es nur, minimiert es nur. Ja, weil mir die Ladezeiten halt bei einigen Spielen einfach zu lang sind. Deswegen lasse ich das Spiel einfach im Hintergrund offen laufen, fahre meinen Rechner in Energiesparmodus und dann werde ich weiterspielen, bevor ich meinen Rechner hoch kann, gleich loslegen. Das hätte ich dir auch erzählen können, weil das hat er mir nämlich auch schon mal erzählt. Weil FTB, sein Modpack hat im Moment irgendwie eine Ladezeit von, ich glaube, 30 Minuten. Ja, mit 20 bis 30 Minuten dauert das zum Laden, wenn ich das spielen will. Und wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und das dann spielen will, Ist halt doof. dann kann man noch mal in Ruhe einkaufen gehen, dann kann man noch duschen, dann kann man auch Essen machen und dann kannst du dich da hinsetzen. Die Zeit wäre da, aber ich möchte gerne das alles erledigt haben, bevor ich den Rechner anmache, aber wenn ich den Rechner anmache, dann sitze ich vorm Rechner. Mach ich Richtig, nicht so wie mehr. jetzt gerade und dann schwafelst du eine Stunde mit irgendwelchen komischen Leuten komisches Zeug. Kennt man. Ja. Okay, aber ich war noch nicht fertig, ne? Ja. Und da ist mir dann eingefallen, dass ich diese Situation ähnlich vor ein paar Jahren schon mal hatte. Und zwar noch im American, nee, Euro Truck Simulator. Ja, Und zwar okay. habe ich da abends gespielt, 2 Stunden. Und dann bin ich schlafen gegangen und am nächsten Morgen wache ich auf und sehe eine Nachricht von einem gewissen Herrn Slotty Attack, der mir schreibt: Glückwunsch zu 16 Stunden Euro Truck Simulator am Stück. Und ich so: Hä, wie? Und er schickt mir einen Screenshot: Ja, du hast 16 Stunden Euro Truck Simulator gespielt. Und dann wird mir bewusst: Warte mal, kann es sein, dass ich einfach vergessen habe, meinen Rechner auszuschalten? Habe ich dir das wirklich geschrieben? Du hast mir das geschrieben. Daran Ich kann ich mich suche noch es, erinnern. Ich so, ich suche es oh jetzt gut. gerade, 16. Ich auch. Ich so, oh, 16 Stunden, ne? Oh, Simulator, jo, gut. Das Einzige ist halt nur, nach 24, wenn du die 24-Stunden-Marke auf Discord erreicht hast, springt er wieder zurück auf 0. Tatsächlich? Ja, der geht nicht höher. Ach. Weil sonst hätte er heute Morgen mindestens sehen müssen, dass ich über 50 Stunden am Stück dran war. Ja gut, macht Sinn, ne? Weil ich das seit drei, fast, also vor 3 Tagen angemacht hatte und heute einmal neu gestartet habe. Aber ich starte das auch nur einmal die Woche ungefähr. Währenddessen ist es die Rest der Zeit einfach an und läuft und tut Dinge. Ja, und da Discord halt auch die Ursprungszeit vom Start des Spiels nimmt, zählt er sogar die Zeit, selbst wenn der Rechner sich im Standby-Modus befindet, mit. Das heißt, wenn ich einschalte, den aktuellen, hat, sagt er nicht, okay, jetzt zähle ich die Stunden weiter, sondern er registriert die Anfangsuhrzeit, die ich habe. Von der geht er halt aus und rechnet die Zeit nach oben, Das wäre jetzt wie er die anzeigt das im wäre jetzt, Discord. das wär jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wie machen die das? Aber ja, ergibt Sinn, wenn sie es so rum machen. Das ist klar. Logisch. Weil wenn du halt eine feste Uhrzeit hast, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt, an der kannst du dich, egal ob das Gerät Strom hat oder nicht, solange er sich an diese Uhrzeit erinnern kann, kann er davon dort aus berechnen.
Das Weil er ist hat ja einen ziemlich festen Wert. genau, das ist ziemlich genau das Funktionsprinzip von Zeit. Ja, du kannst aber auch eine variable Zeit haben, indem man einfach nur kumulativ rechnet, wenn das an ist. Wenn ich jetzt Okay. einen Timer habe, der einfach zählt, ne? Eine Timer kannst du auch einfach pausieren, dann zählt er einfach nicht weiter und dann kannst du später weiterzählen lassen, aber dann fehlt dir halt ein Stück Zeit dazwischen, der dir nicht aufgezeichnet wurde. Das würde ja, wenn er nur die aktuelle Laufzeit, wenn der Rechner an ist und das Spiel, entsprechende Spiel auch auf ist, anzeigt. Das heißt, ich sage mal jetzt, ich öffne das Spiel, spiele jetzt 2 Stunden, mache meinen Rechner, fahre ich in Standby und fahre ihn wieder hoch und spiele nochmal 3 Stunden. Dass er nach diesen 3 Stunden dann in Discord 3 Stunden Spielzeit anzeigt und nicht 14, 15 Stunden, weil der Rechner war ja aus. Ja. Selbst wenn ich, selbst, ich kann meinen Rechner auch vom Strom ziehen, ihn mitnehmen, zu irgendeinem anderen Person fahren, dort hinstellen, anschließen. Dann kann ich ihn aus dem Standby wieder hochfahren. Auch nach 3, 4, 5 Tagen. Kein Problem mit meinem Rechner. Und dann kann ich auch weitermachen. Auch selbst da, wenn der Transport, zählt er die Zeit halt weiter. Weil er halt diesen festen Zeitpunkt hat in der Vergangenheit. Und nicht die tatsächliche abgestrichene Zeit, wie der Rechner an war. Das heißt, Wenn du mir jetzt noch die fachlich korrekte Erklärung lieferst, warum das funktioniert. dass er den festen Zeitpunkt Nee, nutzt. warum du selbst, also, nee, andersrum gefragt. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wie das Standby funktioniert, beziehungsweise was da passiert, ohne es zu googeln. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist der Rechner, der fährt halt aufs Minimum halt runter. Man packt das, glaube ich, in so eine Art Zwischenspeicher, der mit der internen Batterie läuft, aber keinen Stromverbrauch großartig hat. Nee, Übers Netzteil hinweg. tatsächlich nicht. Nicht? Weil wenn es so wäre, dann wären die Daten alle weg, wenn du den Stecker rausziehst. Aber Ja, stimmt. die Stimmt. Sache, die passiert, wenn du auf den Knopf drückst und den Rechner quasi, also wenn du es in deinem Windows so eingestellt hast, dass du, wenn du auf den Knopf drückst, dann in den Energiesparmodus geht, beziehungsweise Standby oder Deep Sleep, je nachdem, wie man es nennen will. Hibernate hieß es früher. Dann macht Windows nichts anderes, als es nimmt den Inhalt des Arbeitsspeichers, weil der Arbeitsspeicher ist zwar der schnellste Speicher, aber auch der flüchtigste. Wenn da der Strom weg ist, ist er leer. Im Arbeitsspeicher hält sich von alleine nichts. Der braucht Strom zum Funktionieren. Nimmt die Inhalte des Arbeitsspeichers, macht quasi davon ein Foto, Screenshot, Snapshot, wie auch immer man das nennen will, und speichert dieses Bild auf der Festplatte ab. Und beim Hochfahren aus dem Standby wird dann nicht der Arbeitsspeicherinhalt neu berechnet, sondern es wird dieser Snapshot genommen und in den Arbeitsspeicher reingeladen. Und damit ist der PC direkt wieder an dem Punkt, wo du ihn ausgemacht hast, beziehungsweise in den Hibernate geschickt hast. Wenn du ihn Und wirklich. das funktioniert ja auch über Tage hinweg ohne Strom, ne? Ja, weil es eben auf der Festplatte gespeichert wird. Der, jetzt habe ich mal was gelernt. Es kann allerdings sein, wenn gewisse Restspannungen im PC noch vorhanden sind, nach dem Ziehen des Steckers und du drückst den Powerschalter, schmeißt er alles weg. Ja, weil er versucht, das zu laden, es nicht kann, weil er eigentlich nicht Saft hat und dann Dann ist ist diese fort. Kopie weg. Und weil Oder nur er teilweise speichert die geladen und Kopie ja nicht. dadurch corrupted und dann kann sie nicht mehr geladen werden. Nee, da mache ich das immer, wenn ich das mache, mache ich das so, dass ich hinten den Powerschalter am Netzteil ausschalte und dann erst den Stecker ziehe. Dass ich auf keinen Fall den Knopf drücken kann und da irgendwas passiert. Weil wenn ich hinten den Powerschalter mache, dann macht der Knopf vorne gar nichts mehr. Doch, tut er, aber lassen wir das. Da Nee, müsste ich bei dir jetzt meinem noch. Rechner macht. Das glaubst du. Da müsste ich dir jetzt noch die Funktionsweise von Netzteilen und Powerschaltern. Ich weiß es beruflich, von daher brauchst du mir da. Ja. Also, Also nein. gefühlt von dem, was ich da mache, passiert da bei dem Rechner gar nichts. Das glaubst du. Aber
Ja. Reden wir mal Ich in bin einer. halt, ich bin halt nicht technisch Nee, pass auf. Reden wir mal visiert davon. über sowas in einer Technikfolge, wo wir das Ja. ganz aufs Detail mal aufdröseln und dann gucken wir uns mal gemeinsam an, wie es tatsächlich ist und warum Dann es. kann ich auch meinen Rechner mal auseinanderbauen. Nee, das solltest du nicht tun, weil dann bist du nämlich nicht dabei. Dann kannst du das nicht anhören. Nein, ich habe noch einen zweiten Rechner. Ah, na, noch besser. Eigentlich so gesehen habe ich eigentlich drei Rechner hier noch stehen, neben denen, den ich jetzt nutze. Herrje. Ja, aber da können wir in der Technikfolge drüber. Können wir in der Technikfolge gerne Das drüber schieben reden. wir mal auf, weil. Themenvorschläge dazu gerne sammeln, über was wir in einer Technikfolge mal reden sollen. Wird bestimmt interessant, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, und für die letzten 4 Minuten werde ich jetzt auch kein Licht mehr einschalten. Das ist albern. Mach ich lieber die Kamera Bleibst du im aus. Dunkeln sitzen? Ja, Bleibst du im Dunkeln sitzen? mach ich lieber die Kamera aus. So. Ich wollte eigentlich schon vor der 15 Minuten oder so mal fragen, ob du das Licht anmachen möchtest. Ach. Ja, weißt du, als ich angefangen habe, war ich total von hinten mega überbelichtet, weil die Sonne noch da war. Jetzt halt nicht mehr so Ja. sehr. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres als das. Ja. Okay, ich finde die Nachricht nicht. es kann aber auch sein, ich hatte ja mal einen anderen Account, dass es von dem geschrieben wurde, aber da habe ich keinen Zugang mehr. Ich habe jetzt alles durchgeguckt. Stimmt. Der ist sogar noch auf dem Server drauf. Weil die letzte Nachricht ist vom 4.3.2019 und dann war ich über ein Jahr inaktiv und die erste Nachricht ist wieder dann vom 23.7.2020. Also, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich diesen zweiten Account vom Server runtergeschmissen. Dann ist er noch bei Jojo drauf. Das ist gut möglich. Ja, also ich finde sie Ah ja, hier, nicht. Janemann 234. I see. Nachricht. So. 23.07.2020 ist eigentlich so lang her. Fast ein Jahr jetzt, holla die Waldfee, war ich lang inaktiv. Okay. Ja. So, Aber machen ich. wir mal noch eine Zusammenfassung der heutigen Folge. Auch Wieso bevor wir machst die du das, machen. Jan? Jan, du weißt schon, dass das jetzt mittlerweile unter dem Stream drunter steht, wie lange das schon geht. Bei mir nicht. Ah, doch, da ja schon, aber ich wollte halt das mal ausprobieren. Oh, ist klar. Ah, schön. Darf ich auch mal? Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Naja, nicht ganz, aber. Ich sag's mal so, ihr könntet theoretisch an die YouTube-Leute eine Grußbotschaft schreiben. Weil was man ja sieht, ist ja mein Background, meine Ernsthaft. Kamera und die Chatbox. Das ist ja das, was du in der YouTube-Aufnahme siehst. Ich habe hier so ein Stück Fingernagel, was absteht. Das muss ich gleich wegmachen, sonst kriege ich hier die Vollkrise. Ich platze gleich, wenn ich länger darüber nachdenke. Ja, Das ist komplett. man sollte auch. Ja, siehst du, da haben wir schon. Reinschreiben, was man will und dann. Ja. Ja, ich, wie gesagt, natürlich in ganz einem kurz. humanen Sinne, wie schon gesagt. Aber gut. Ganz kurz, Und wir wir haben noch. Man sollte verzichten. sich an Ja. Richtlinien halten, das war's. Ja, wir verzichten dann jetzt auf auf die Zusammenfassung. Wir haben heute viel gelernt Anderthalb für. Minuten noch? Hä? Anderthalb Minuten haben wir noch. Ich habe die Zeit gestoppt. Du musst von den 1 Stunde 4, 2 Minuten Nein, Intro nein, und ab zwei dem Minuten. Moment, wo ich dich gehört habe, habe ich die Zeit gestoppt. Ja, das Problem ist, ich rede ja vorher schon ein bisschen. Diese 30 Ja, da rechnen Sekunden noch musst 10 Sekunden drauf. du. Ach, mein Gott. Wenn Ja, ich jetzt ist sage, die Zeit auch wenn um. ich sage, die Folge ist Komm, rum, jetzt krieg ich mal. dann ist die Folge rum, okay? So, wir haben heute viel gelernt Nee. und vielleicht einigen Leuten auch etwas Neues noch beigebracht. Das wäre schön. Dann haben wir nämlich heute tatsächlich eine kleine Bildungsfolge gehabt.
und nicht nur sinnloses Gebrabbel. In diesem Sinne, ja. Ich oder wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und natürlich. Gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal, bis nächsten Mittwoch. Das war Folge 4 des TLA-Podcasts Molotalk Mittwoch. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch in aller Frische wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.